Ressortbereich eine Kabinettsvorlage vorgestellt hatten, schon in Magdeburg im Kabinett vor 14 Tagen behandelt hatten, dann hierher geschickt haben, damit sie durchgesehen werden und dann konnte sozusagen zu jedem einzelnen Vorgang, zu jedem einzelnen Ressort Anfrage als auch entsprechende Diskussion mit uns geführt werden. Ich habe mir allein noch beim Moderieren und in Teil noch einbringen, 4 eng beschriebene Zettel aufgeschrieben. Das ist sozusagen die To-Do-Liste der nächsten Wochen und Monate, teilweise auch mit mehrjähriger Konsequenz. Ich kann jetzt nicht alle Stichworte aufgreifen, zumal ja auch Oberbürgermeister und Landrat aus ihrer Sicht eben auch die besonderen Themen, die sie angesprochen haben und diskutiert haben, aufrufen werden. Ich will nur aus meiner Sicht 2-3 Dinge herausholen. Erstens, große Anerkennung, dass sowohl Stadt Zeitz mit dem größten Sprung aller vergleichbaren Städte in diesem Zusammenhang, aber auch der Landkreis inzwischen eine Konsolidierung gefahren haben, also damit auch zukunftsfähig machen und fit machen für die Zukunft, was den Haushalt anbelangt, sodass die Pro-Kopf-Verschuldung in beiden Fällen, Landkreis und Stadt betreffend, unter dem Landesdurchschnitt zu liegen kann. Wir haben in diesem Zusammenhang aber auch gesagt, das ist natürlich auch mit Auswirkungen verbunden, was kann man noch an Projekten machen und kofinanzieren. Und da haben wir auch mit dem Finanzminister ganz klar hier besprochen, dass diejenigen, die sich sozusagen mit dem Land gemeinsam synchron auf den Weg machen, nicht benachteiligt sein sollen bei bestimmten Projektanträgen, sondern dass das also auch adäquat berücksichtigt wird, wenn es darum geht, bestimmte Sachen, zum Beispiel bei Stadt 3, Schulsanierung, Kindertagesstättensanierung, sich dann vorzulegen. Des Weiteren haben wir auch schon vor der Kabinettssitzung vor Ort die Hochwassersituation und die Regulierung der Schäden und der entsprechenden Investitionen, die notwendig sind für die Zukunft, besprochen mit Kollegen Eikens gemeinsam. Wir haben sehr dezidiert das Thema Asylbewerberunterkünfte als auch Flüchtlingsbeherbergung und Integration besprochen. Hier ist ja bundesweit ein Riesenthema entstanden, wo die internationalen Konfliktherde, die sich sozusagen dann über die einzelnen Bundesländer, was die Quoten anbelangt, bis hin in die einzelnen Kommunen, denn das Leben findet immer nur in Kommunen statt, in den abstrakten Mittel- dass wir uns dieser Thematik angenommen haben. Da wird auch am Donnerstag noch eine große Zusammenkunft im Bundeskanzleramt stattfinden, also angesehen aller Chefs der Staatskanzlei, also auch bei uns durch Europa vertreten, wo wir mit dem Bund, aber auch für die Kommunen sprechend, die Handlungsmaximen auch durchgehen müssen. Denn es ist eine finanzielle Mehrbelastung und organisatorische Mehrbelastung, die für die Kommunen dadurch entsteht, die wir nicht einfach ignorieren können. Wir werden dem im ersten Schritt erstmal dadurch Rechnung tragen, dass wir bei der Ausreichung der Mittel im laufenden Kalenderjahr immer zeitnah dran sind, damit bestimmte Dinge auch bedient werden können. Aber generell müssen wir hier noch auch an einer organisatorischen und fiskalischen Lösung weiterarbeiten. Das ist aber ein gutes Thema, Kollege. Kraft hat in diesem Thema gestern auch Nordrhein-Westfalen auf der Agenda gehabt. Und so geht das in den einzelnen Bundesländern entsprechend fast im Parallelverfahren. Was für mich noch sehr wichtig war, ist, dass wir auf der einen Seite feststellen konnten, dass die Veränderung, die Organisationsveränderung im Kinderförderungsgesetz, im KÜFEC, sagen wir hier im Landkreis, so bewältigt werden gemeinsam, dass wir sagen, es funktioniert, aber es sind eben Dinge festzustellen, die man gemeinsam analysieren muss. Und da ist ja ein Evaluierungsauftrag im Gesetz mit verbunden. Diese Evaluierung wird genutzt und auch, da steht im Gemeindebund mit den Kommunen, wird nochmal die Ergebnisse zusammenführen, sodass wir hier auch was die Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen anbelangt, bei der Inanspruchnahme der einzelnen Kindertagesstätten Plätze zu vernünftigen Ergebnissen kommen müssen. Wir haben noch herausgegriffen, uns darauf verständigt, dass wir gemeinsam sehr konsequent an dem Thema UNESCO-Welterbe der Saale-Unstrut-Kulturregion arbeiten werden. Unabhängig davon, dass Zeitz sozusagen im Randbereich
zu liegen kommt. Aber das ist nur geografisch zu sehen, denn wenn so etwas für den Landkreis und damit für den Süden Sachsen-Anhalts platziert ist, dann hat es durchaus auch sehr weitere und übergreifende Wirkung bis hin, dass dann auch in diesem Zusammenhang ganz anders auch beworben werden kann. Die Ausstellung auch 2017, die wir mit Julius Pflug wieder ein Thema aufruft, was wir bundesweit auch anbieten wollen im Reformationsjubiläumskalender. Da sind ja auch die EKM und das Bistum Magdeburg als auch Kommune unterwegs, auch mit dem Land gemeinsam. Das wollen wir auf jeden Fall auch als eines der Schwerpunktthemen hier benennen. Und bezüglich UNESCO-Welt aber läuft derzeit ja auch die Planung für den Besuch, den ich mit Frau Professor Böhmer organisiert habe. Frau Professor Böhmer, die früher in der letzten Legislaturperiode Kanzleramtsministerin war, die ist jetzt die Sprecherin des entsprechenden Arbeits- und Entscheidungskreises für UNESCO-Welterbestätten. Die habe ich hierher in den Morgenlandkreis eingeladen, um mir die Region vorzustellen, damit auch bei der Entscheidungsfindung dann entsprechend auch mitgewirkt werden kann. Das habe ich heute auch hier so zur Kenntnis geben können. Wir haben auch solche Stichworte wie Nietzsche-Gedenkstätten, aber auch Archenebra seitens des Landkreises mit aufgerufen und auch vereinbart, dass wir hier auch Termine vor Ort nochmal machen mit den jeweiligen beteiligten Ressorts, um hier weiterzukommen. Wir sind zum Thema ÖPNV, betrifft ja auch diesen Landkreis und Eisenbahnverbindungen dazu gekommen, dass wir gemeinsam das ÖPNV-Gesamtkonzept, der Landrat hat da einen klugen Vorschlag gemacht, so anpassen, dass wir gegebenenfalls auch Auslastungsgrade von Eisenbahnstrecken erhöhen helfen. Das muss man sagen, wenn das Land etwas an Reaktionen entwickelt, dann ist das immer die Konsequenz aus den Bürgern heraus entwickelten Entscheidungsprozesses, ja, ob er mitfährt oder nicht mitfährt. Kann man sich angucken, ob die Qualitäten und ob die Kunden gemäßheit bestimmter Angebote gut sind. Aber auf der anderen Seite gibt es keinen demokratischeren Akt als in Anspruchnahme eines Verkehrsmittels, ob man sich für Pkw, Bus oder Eisenbahn entscheidet. Und ich habe nochmal die Liste geben lassen, was teilweise so eine Diskussion stehende Verbindung derzeit kostet. Das geht also bis 29 Euro pro Fahrschein für 10 bis 20 Kilometer. Das sind also schon Dinge, wo man sich schon fragt, ob da nicht mit einer größeren Dichte und Bürgernähe dann lieber, sagen wir mal, Busse oder Kleinbusse oder Hofbusse und ähnliches angeboten wird, weil wir dieses Geld dann auch zur Instandsetzung anderer Eisenbahnlinien bräuchten, die sehr hochfrequentiert sind und die derzeit wegen Brückensperrung oder wegen technischer Auflagen überhaupt nicht mehr oder kaum noch nutzbar sind. Das ist, denke ich mal, eine Sache, die zu behandeln ist, und wir haben uns darauf verständigt, wir gucken uns das insgesamt an, damit also auch das, was derzeit von der Inanspruchnahme der Bürger unterdurchschnittlich und deutlich unterdurchschnittlich ist, gegebenenfalls auch verbessert werden kann. Letztes Stichwort, was ich erstmal aufrufen würde, ist noch ganz kurz die Thematik auch Altlasten im bestimmten Bereich. Da hat der Umweltminister dazu gesagt, sich dieses Themas nochmal selber auch anzunehmen. Da ist auch nochmal eine Information an den Landtag gegeben worden. Das betraf hier vor allen Dingen den Bereich des Altkreditbereichs. Genau, so Zwischenzeit sowohl Müllbau und das Betonwerk. Ja, das ist richtig. Also da ist nochmal Handlungsbedarf. Im Umkehrschluss, das ist sozusagen erstmal der Abschluss meines Statements, muss man sagen, dass das, was hier in Zeitz mit Südzucker und mit der Entwicklung des Chemieparks Zeitz, sage ich mal, wir wissen ja, wie da die Rechtskonstruktion und auch die Zuordnung liegenschaftsmäßig auch ist, gemeintlich, aber überregional bewerben wir ihn immer mit Chemiepark Zeitz im Kontext auch mit Spurbau, mit Bitterfeld und auch mit Biesteritz und mit Leuna. Hier hat
eine Entwicklung stattgefunden, die wirklich überaus bemerkenswert ist und die vor 15 Jahren so noch keiner vorausgesagt hätte. Das ist also hier praktisch jetzt auch fast schon im weiteren Selbstlauf, was Erweiterungsinvestitionen anbelangt, zu einem weiteren ständigen Aufwuchs an Arbeitsplätzen führt und dass wir hier auch ein hochinnovatives Energiekonzept auch auf den Weg bringen konnten, erst vor wenigen Wochen auch in meiner Anwesenheit. Das ist ein Zeichen dafür, dass dieser Industriestandort gerettet werden konnte. Klar, er ist klein, aber er ist fein, er ist hochmodern und dadurch, dass er eben funktioniert, hat er auch Entwicklungspotenzial, was man sicherlich über einen längeren Zeitraum eben auch weiterhin erschließen muss. Aber es ist so, dass damit auch ein Stück Hoffnung verbunden bleibt für diese Region, wohl wissend, dass hier auch noch viele Sachen an Hausaufgaben zu machen ist. Das ist eine Sache, die man in einer Generation gar nicht schafft. Wir sind im 25. Jahr des Mauerfalls und nächstes Jahr 25 Jahre Wiedervereinigung. Aber die Richtung ist klar definiert und deswegen war auch das Stichwort Städtebauförderung auch für die nächsten Jahre, da ist in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung relativ wenig in Anspruch genommen worden an Möglichkeiten. Das ist jetzt deutlich nach oben gebracht worden. Da gab es auch einen unmittelbaren Dialog im Kabinett zwischen Thomas Weber, dem Bauminister, und dem Oberbürgermeister. Und genau das ist der Staffelstab, den ich jetzt weitergebe, damit er aus seiner Sicht nochmal berichtet. Danke. Erst einmal sage ich natürlich Danke an die Landesregierung, an den Ministerpräsidenten, dass er die Stadt Zeitz ausgewählt hat für eine auswärtige Kabinettssitzung, weil wir schon manchmal, nicht in Einzelministerien, aber bei mancher Behörde den Eindruck haben, dass der Südostzipfel des Landes Sachsen-Anhalt nicht an jeder Dienststelle die Aufmerksamkeit hat. Ich will damit ausdrücklich unseren Ministerpräsidenten ausnehmen, der jedes Jahr mindestens zweimal in Zeitz war. Heimlich sogar mehrfach. Heimlich sogar mehrfach. Was sehr wichtig ist. Ich will nicht die Dinge jetzt ansprechen, die man so im Tagesgeschäft und gehört haben, habe ich auch in der Kabinettssitzung nicht gemacht. Habe vom Prinzip Dinge angesprochen, wo wir besonders im Moment Mühen und auch Schwierigkeiten haben. Der Ministerpräsident hat gerade gesagt, Zeitz gehört zu den Städten, die es geschafft haben, in den letzten Jahren sich zu konsolidieren. Und da gibt es im Moment Verwaltungsvorschriften, die dann sagen, die Landeshilfe für Eigenmittel gibt es nur für Gemeinden, die ihr Haushalt nicht ausgleichen können. So sind im Moment Verwaltungsvorschriften, damit würden ja die alle bestraft, die sich bemüht haben, Haushalt ausgeglichen zu haben und konsolidiert zu haben und an anderer Stelle dann keine Hilfe mehr zu bekommen. Es gab kein Versprechen der Regierung, aber es gab die Aussage auch der Regierung, dass dieses Thema auch ein Thema sein wird, was die Landesregierung weiter verfolgt, um eben keine Ungerechtigkeiten entstehen zu lassen, dass auch jene mit belohnt werden, die erfolgreiche Konsolidierungsbemühungen gemacht haben und eine geringe Verschuldung haben. War für mich ein gutes Signal und ich weiß, dass das auch ernst gemeint war und an dieser Stelle ist. Wir haben dann aus städtischem Interesse noch einmal unsere Krux aus der Verkehrsfinanzierung, wo wir im Moment die Diskussion haben, Weißenfelser Straße kontra Mühlkartenbrücke, beides zu finanzieren, gibt im Moment einen Entflechtungsgesetzentwurf, wo der Burgenlandkreis entscheiden muss, dann nicht her. In beiden Fällen handelt es sich aber um Umwidmungen von Bundes- bzw. Landesstraßen, wenn auch die eine Umwidmung schon länger her ist. Hier habe ich einfach sensibilisiert und wir werden sehen, was wir da am Ende machen können, weil beides von hoher Verkehrsbedeutung ist. Gemeinsam mit Götz-Röhrig, deshalb würde ich an der Stelle schon stark weitergeben, habe ich angesprochen gehabt, weil ich der erste Redner war, das Thema Familieneingliederung von Mitbürgern, die nicht aus der EU kommen, ich sage es mal so vorsichtig, vor allem wie wir deren Kinder, wir haben etliche Familien hier in der Gemeinschaftsunterkunft und in den Außenunterkünften, wie wir diese Kinder und damit die Familien stärker in die Gesellschaft integrieren können und auch Wege suchen, wie wir auch über die Kinder, die sich sehr viel schneller sprachlich verständigen können, an die Eltern ankommen, um natürlich einen gewissen Eingliederungsprozess zu ermöglichen und die Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen, was uns eine Herzensangelegenheit ist,
die sind noch gerade mal nicht gesetzlich verpflichtet. Dazu ist gar niemand in der Form gesetzlich verpflichtet. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, hier eine solche intensive Integration zu machen und damit hier vor allem die Kinder dann eine Entwicklung haben können und geschult werden können etc. Es gab viele weitere Themen. Ich habe ein großes Interesse, die Vorlagen der Ministerien zur Kenntnis genommen und konnte feststellen, dass die Landesregierung sich gut über Zeitz informiert hat und im Burgenlandkreis. Insofern darf ich den Stammkern jetzt wirklich weitergeben. Ja, du darfst. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Herr Oberbürgermeister, ich denke, es ist eine gute Idee, die kommunalen Verantwortlichen regelmäßig im ganzen Land dann zu Sitzungen des Kabinetts hinzuzubinden. Also ich habe schon den Eindruck, dass wir ernst genommen werden heute in der Beratung und dass die Ideen für die Landesregierung auch wichtig sind. Und insofern will ich nochmal anschließen an meine Vorredner. Ich habe vor allen Dingen angesprochen zunächst mal das Thema der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Und da ziehen Herr Dr. Kunze und ich oder die Stadt Zeitz und der Burgenlandkreis seit geraumer Zeit an einem Strick und auch in die gleiche Richtung. Wir haben zusammen mit der Unterbringung der Kinder, das heißt vor allen Dingen erstmal der Kinder im Vorschulalter hier in Zeitz uns darauf verständigt, dass in einem ersten Schritt die Kinder, die wirklich im Vorschulalter sind, das sind 8 hier im Moment, untergebracht werden in die Kindertagesstätten, das ist schon umgesetzt. Insgesamt haben wir im ganzen Burgenlandkreis im Moment ungefähr 250 Kinder im Vorschul- und Schulalter aus dem Bereich nur der Asylbewerber. Es kommen dann noch Kinder dazu und der Flüchtlinge. Und es kommen dann noch Kinder dazu, die also im Rahmen der EU aus, also EU-Ausländer, die ein Sprachproblem haben. Hier ist die Hauptaufgabe, die Sprachhürden zu überwinden, damit diese Kinder dann auch mit ihrer Schulpflicht, der sie unterliegen, nachkommen können. Und da ist vorgesehen, dass wir gemeinsam beim Land ein Modellprojekt beantragen, das dann hier in Zeitz spielt. Ich habe die Landesregierung aber auch darüber informiert, dass gerade wegen der Belastung, die Zeitz schon in diesem Bereich hat, wir jetzt auch andere Städte und Gemeinden im Burgenlandkreis unter die Lupe nehmen. Und wir haben kürzlich in Weißenfels eine neue Gemeinschaftsunterkunft eröffnet, letzten Freitag in Eckersberger. Und sind im Moment in Hohenmölz und in Bad Kösen auf der Suche nach Immobilien und haben dort auch schon Immobilien im Visier. Ich habe mit Interesse und auch mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass die Landesregierung vollständig über das Thema informiert ist und auch dazu Überlegungen anstellt, dieses Defizit, was die Landkreise und kreisfreien Städte bei den Asylbewerberleistungen durch die steigende Zahl auf sich nehmen müssen, abzubilden und finanziell abzufedern. Im Bereich des Straßen- und Schienenverkehrs hat Herr Ministerpräsident zu Recht die Eisenbahnstrecke Weißenfels-Zeitz angesprochen. Sowohl die Stadt Zeitz als auch der Burgenlandkreis sprechen sich ja dafür aus, dass die Strecke fortbesteht. Wir wollen aber nicht einfach nur eine Forderung ans Land aufmachen und sagen, das muss bezahlt werden, sondern wir müssen überlegen, wie wir zu einer besseren Auslastung der Strecke beitragen können. Und deshalb habe ich vorgeschlagen und auch kurz vorgestellt, dass wir mit unserer kreislichen Personenverkehrsgesellschaft durchaus in der Lage wären, die Zu- und Abfahrtsverkehre zu den Bahnhöfen der Strecken zu verbessern. Wir haben das im Bereich des Unstruttals ja schon getan. Und wir könnten uns ein ähnliches Modell auch hier vorstellen, mit dem Ziel, mehr Leute auf die Bahnstrecke zu bekommen. Darüber hinaus habe ich die Landesregierung darüber informiert, dass wir derzeit in Gesprächen uns befinden mit unserer Personenverkehrsgesellschaft, dass diese sich als Eisenbahnverkehrsunternehmen weiterentwickeln und sich selber, falls die Strecke zur Ausschreibung kommt, und das betrifft den Zeitraum Ende 2018 bis Ende 2024, um diese Ausschreibung geht es jetzt, sich dann dort selbst auch zu bewerben, um, man nennt es heute, Synergieeffekte zu erschließen zwischen Straßen- und schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr. Weiterhin habe ich, das hatte ich ja auch schon angekündigt im Vorfeld, die Landesregierung darum gebeten, dass wir als Träger der Schulentwicklungsplanung
wie auch die Gemeinden als Träger der Grundschulen bald eine neue Verordnung über die Schulentwicklungsplanung bekommen, mit klaren Zahlen, damit wir hier unsere Pflicht, die wir bisher als Burgenlandkreis nicht erfüllt haben, eine Schulentwicklungsplanung vorlegen zu können, erfüllen können. Denn wir wissen alle, dass die Planung Voraussetzung dafür ist, dass wir Schulen sanieren können. Nicht nur die Landkreise, sondern auch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden können diese Förderung nach Schlag 3 nur in Anspruch nehmen, wenn wir eine Entwicklungsplanung haben. Dafür gab es ja bisher bei uns im Kreistag keine Mehrheit. Zum Thema Straßenbau habe ich den Wunsch von Herrn Dr. Kunze unterstützt, sich mit der Weißenfelser Straße in Zeitz nochmal genauer zu befassen, in der Hoffnung, dass wir außerhalb des Entflechtungsgesetzes und dieser beschränkten Mittel eine Lösung finden. Weiterhin habe ich auf das Problem der Landesstraße 208, das ist eine Straße zwischen dem Ort Gößnitz und der B250, aufmerksam gemacht, die für das Unternehmen Henglein sehr wichtig ist. Das ist einer der größten Arbeitgeber im Burgenlandkreis, um zur A4 zu kommen. Schließlich, das ist das Letzte, was ich jetzt noch erwähnen möchte, ist auch das Thema, wie steht es um die Entwicklung der Arche Nebra. Das ist also eine touristische Einrichtung des Burgenlandkreises selbst, das hier auch zur Sprache gekommen. Und wir haben uns verständigt, dass am 3. Dezember, der Termin ist bereits vereinbart, Herr Minister Möhring auf meine Einladung nach Wangen kommt, und dass wir dann dort gemeinsam mit Herrn Professor Meller über weitere Schritte sprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Landrat. Da sind eine ganze Reihe von Themen angesprochen worden. Ich denke, es gibt sicherlich auch Rückfragen Ihrerseits. Bitte sehr. Ich habe eine Frage zu diesem Modellprojekt. Vielleicht vorweg würde mich interessieren, haben Sie aktuelle Zahlen vorliegen, also Bürgerbücken und Bodenlandkreis bzw. der Stadt Zeitz und auch die konkrete Anstiege liegen? Also ich kann Ihnen die aktuellen Zahlen sagen. Jetzt die Vergleiche zu dem Vorjahr habe ich jetzt nicht mit, aber die kann ich Ihnen gerne nachgeben, wenn Sie mir Ihre Kontaktdaten. Wir haben im Moment ungefähr 550 Asylbewerber und 200 Flüchtlinge und gut die Hälfte davon, statistisch sogar mehr, aber tatsächlich ist ungefähr die Hälfte, ist hier in Zeitz untergebracht. Von den Asylbewerbern. Die Flüchtlinge sind alle in Augenburg untergebracht. Und davon sind 250 Kinder im Schul- bzw. Vorschulalter? Genau. Im Burgenlandkreis. Im ganzen Burgenlandkreis. Also von denen, was sind es insgesamt, 750 zusammen, sind ungefähr 235 sind es, glaube ich, genau. Und dieses Modellprojekt, von dem Sie sprachen, können Sie das vielleicht ein bisschen auch von Zeitrahmen skizzieren? Ja, wir wollen relativ schnell anfangen. Mhm. Wir haben jetzt ad hoc, sage ich mal, uns um die 8 Einschüler für nächstes Jahr um die Vorschüler direkt gekümmert, damit sie jetzt noch im Kindergarten in der Vorschulgruppe die deutsche Sprache lernen und damit auch als Dolmetscher für die Eltern fungieren können. Ich muss einfach sagen, von den im Moment statistisch 374 Asylbewerbern, die in Unterkünften in Zeitz untergebracht sind, werden statistisch nur 250 rein. Tatsächlich da. Die anderen, die kommen dann nur zum Gehaltstag vorbei. Das ist einfach so eine Realität. Das, dazwischen nicht mehr, wird nicht wissen, wo sie sind. Muss man an der Stelle einfach auch sagen, bei diesem und jetzt bei Wechseln, haben wir im vergangenen Jahr 127 Muttersprachen gehabt. Und das ist natürlich, weil sie kommen aus Stämmen und dergleichen, wo eine andere Sprache gesprochen wird, als es die Landessprachen oder dergleichen sind. Und wir wollen einerseits, dass die Kinder in der Lage sind, nächstes Jahr eingeschult zu werden, eine deutsche Sprache mit zu verstehen. Wir haben schon immer auch Kinder von also in Bürgern in Kindereinrichtungen gehabt. Wir haben da häufig das Ergebnis schon gehabt und das nutzen wir eigentlich jetzt auch als gute Erfahrungen, dass in Gesprächen mit den Eltern dann die Kinder bereits in der ersten oder zweiten Klasse als Dolmetscher fungieren können, weil sie die Sprache einfach besser lernen, was ja wichtig ist in der Integration. Und jetzt geht es uns eigentlich darum, bei dem heutigen Aufkommen im Moment sprechen wir über die 8 hinaus von 24 familiengebundenen Kindern,
wo wir sie in Kindereinrichtungen integrieren wollen. Wir wollen dort ein Stufenprogramm gestalten, wo es sicherlich eine gewisse Aufnahmesituation gibt, wo Eltern und Kinder gemeinsam in der Aufnahmesituation, sage ich mal so, ist aber noch nicht alles festgefügt, bitte nicht jetzt, sage ich mal, über 5-6 Wochen bestimmte Grundharmonien der Lebensgewohnheiten von hier eingeführt werden. Also das heißt, die Kindergartengruppe sind eigentlich die Eltern und die Kinder, wenn man so will. Und danach wollen wir sicherlich sozial auch die Eltern in gewisser Weise weiter in Lebensgruppen heranführen, aber die Kinder stufenweise in ganz normale Kindergartengruppen mit rüberzubringen und pro Gruppe nur 1 bis 2 Kinder in der Richtung, weil da die Integration sehr gut funktionieren kann. Bei einer durchschnittlichen Gruppenstärke zwischen 15 und 20, 1, 2 Kinder, die funktionieren dann auch wirklich, was dann auch die Aufnahme von Beziehungen, was die sprachlichen Kontakte angeht. Das gibt es in der Form noch nicht, also wir kennen es in der Form noch nicht. Und hier wollen wir gemeinsam im Burgenlandkreis und Stadt mit unseren Kindertagesstätten einen solchen Weg finden, um einigen, die ja sich darunter befinden, die ja nicht ganz freiwillig ein Land verlassen haben, auch eine neue soziale Heimat zu geben. Ich habe eine Nachfrage. Ja, gerne. Versprechen Sie sich vielleicht im Umkehrschluss davon auch die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung im Burgenlandkreis, also der deutschen Bevölkerung, zu erhöhen? Also da auch ein Aufmerksamkeit zu geben. Versprechen Sie sich das auch? Naja, das Projekt selber wird möglicherweise dazu führen, dass die Akzeptanz der Kindergarteneltern der deutschen und der ausländischen schreibt. Wir müssen uns aber auch mit anderen Bevölkerungsschichten, den Deutschen, ja befassen. Wir versuchen das im Burgenlandkreis dadurch zu lösen, dass dort, wo wir neue Gemeinschaftsunterkünfte aufmachen, es vorher einen intensiven Diskussionsprozess auch mit der Bevölkerung gibt. Das beginnt damit, dass wenn wir Klarheit haben, in welche Immobilie gehen wir erst mit den Hauptverwaltungsbeamten, also den Bürgermeistern, dann auch mit dem Stadtrat intern sprechen und dann eine öffentliche Bürgerversammlung durchführen. Wir haben die kürzlich in Eckersberger gehabt, da ist eine Unterkunft eröffnet worden. Da waren 200 Bürger da, also mir ist dann schon ein bisschen mulmig natürlich, aber das läuft dann verhältnismäßig friedlich auch ab. Also es gibt Ängste, Befürchtungen, aber das Wichtigste bei den Versammlungen ist, dass man klarstellt, was leisten wir, was machen wir hinsichtlich der sozialen Betreuung der Asylbewerber, was machen wir für die Sicherheit der Asylbewerber, mit wie vielen Kindern ist zu rechnen und wie begleiten wir die Integration, das ist das, was Herr Dr. Kunze sagte, der Kinder dann in Kindertageseinrichtungen und Schulen. Und da wir das, glaube ich, ganz gut jetzt erklären können, ist also die Akzeptanz dann doch verhältnismäßig hoch. Ist ja immer die Gefahr, dass irgendwelche Rechte dann versuchen, darauf zu springen. Das kann ich jetzt zumindest bisher, weder in Weißenfels ist das jetzt passiert, noch in Eckersberger, bisher nicht sagen, dass es da jetzt wirkliche Probleme gegeben hat. Also die Kommunikation ist wichtig. Eisenbahnverkehrsunternehmen weiterentwickeln könnte, eventuell auch zusammen mit der Nachbarpersonenverkehrsgesellschaft des Saalekreises und sich an einer Ausschreibung beteiligen könnte für die Strecke Weißenfels-Zeitz wie auch für mögliche weitere Strecken im Land im Saalekreis. Da geht es um das Umgekehrte, da geht es darum, wie können wir Bus- und Bahnverkehr besser abstimmen, wenn es in einer Hand läge. Wie auch, wie könnte unsere BVG weitere Erträge erzielen? Also nicht, wie wir da noch mehr Geld reinstecken, sondern wie wir aus der Geschäftserweiterung zusätzliche Erträge generieren können. Die Frage, um welche konkreten Altlasten es ging, also konkret angesprochen habe ich das Paraffinwerk in Lebau und das mitteldeutsche Bitumenwerk, wo eben ja, die nötigen Maßnahmen, die nach dem Bodenschutzgesetz notwendig sind im Sinne einer Dekontamination und multifunktionellen Nachnutzung der Flächen, noch nicht getroffen sind. Das heißt also, diese Talschutzische Lieferung geht es gar nicht? Das war heute kein Thema. Ja. Sie können aber durchaus das, was Ihnen Herr Eichens gegeben hat, dazu
was dazu gerade auch eine Anfrage gegeben hat, können Sie ruhig mal als Kopie mitgeben, weil er relativ dezidiert zu dem Gesamt. Vielleicht kriegen Sie das dann mal kopiert. Ja, das ist also. Das betrifft aber die Baustelle. Das betrifft. Das ist zumindest der dezidierte Stand auch aus dem Fachministerium, was vorhin Kollege Eigens gerade den Antrag nicht angeholt hat. Das kann man ja noch nicht alles, weil wir da draußen nicht gemein, alles einzeln dann vorlesen, aber steht ja dann so. So, das war das eine. Wie gesagt, zu der Beteiligung und Nichtbeteiligung ist klar, wir beteiligen uns ja. Wir haben ja erhebliche Mittel, sowohl aus dem Bundesgesetz resultierenden Topf, als auch aus den kurz finanzierenden Landesmitteln entsprechend auch dargestellt. Für uns ist ein Angebot da. Der Bürger entscheidet, ob er das Angebot annimmt. Und dann wird regelmäßig geguckt, ob er diese Linie aufrechterhalten sehen möchte oder ob da ein Korrekturbedarf da ist. Bevor man aber, wie gesagt, eine Korrektur macht, sollten alle Register vorher gezogen werden. Und das ist das, was wir heute auch besprochen haben. Wir glauben, dass da noch eine Optimierungsmöglichkeit da ist, indem man das einfach mehr vertaktet und verzahnt. Und damit also auch Übergabepunkte und auch Attraktivitäten so steigert und verteilt, dass wir möglichst zu dem, was wir eigentlich ja nicht vordergründig planen, wir wollen ja im Prinzip eine gute Versorgung, eine gute Anbindung, auch gerade des ländlichen Raums oder auch bestimmter Bereiche, dass wir das auch sicherstellen können und auch begründen können. Denn das muss man klar sagen, siehe Thema Referlise, wenn Sie mit jedem Fahrschein 29 Euro zupacken, dann fragt mich schon mein Umfeld in der Staatskanzlei, aber auch in meinem Lebensraum, ob man mit dem Geld etwas anfangen könnte, was der Bürger auch nachfragt. Und es gibt viele Dinge, die sind gesperrt, die sind technisch limitiert, wo keine LKWs mehr rüberfahren können, wo riesige Umfahrungen durch Ortschaften und ähnliches eine Rolle spielen, wo man sagt, Mensch, dann die Brücke oder die Eisenbahn. Strecke wieder revitalisieren, damit sie auch die Nachfrage auch entsprechend technisch bewegen kann. Das ist eine einfache Frage, die jeden Tag steht. Zur B91 Dolben-Wörschen. Länge 3,1 Kilometer, Kosten 21,7 Millionen. Voraussichtlicher Baubeginn 2016. Es ist geplant, die B91 zwischen Dolben und Wörschen als Teil der Gesamtbaumaßnahme Ausbau zwischen der Autobahn und Anschlussstrecke am neuen Weißenfels und der Ortsumgehung Zeils-Theißen mit einem dreistufigen Querschnitt verkehrsgerecht auszubauen. Mit da, Sie haben recht, das Planungsrecht ist da. Mit bauvorbereitenden Maßnahmen kann gegebenenfalls 2015 aus jetziger Sicht begonnen werden. Und dann, wie gesagt, der Baubeginn, der eigentliche Baubeginn dann schon 2016. Also das heißt, es ist bei uns in der Planung und muss auch gearbeitet werden. Ja, da muss ich jetzt trotzdem nochmal nachfragen. Wenn der Investitionsrahmenplan des Bundesverkehrsministeriums bis 2015 läuft, das dort drin steht, schreibt er eigentlich den Baubeginn 2015 vor für die Ortsumgehung? Es wird ja gerade auch eine Aktualisierung, du kannst gleich nochmal ergänzen, es wird ja mal eine Aktualisierung erfolgen. Derzeit wird ja auch für die Fortschreibung gerade überall nochmal ein Update gemacht. Es gibt eine ganze Reihe auch von Ortsbesichtigungen, auch wo die Ausschussmitglieder aus dem Bundestagsausschuss Verkehr auftreten. Das war bei uns jetzt gerade in der Region in Roßlau zum Beispiel der Fall, weil da die Brücke, das ist eine rheinische Glied zwischen Dessau und Magdeburg sozusagen an der Bundesstraße, dort ebenfalls technisch an der Grenze ist und auch nicht dauerhaft aufrechterhalten werden kann, wo was gemacht werden muss. Das erfolgt jetzt gerade alles. Und hier, ich kann jetzt nur, wie gesagt, das konstatieren, was auch widerspruchsfrei hier zur Kenntnis genommen wurde, war ja eine Vorlage mit drin. Kannst du vielleicht jetzt nochmal... Ja, man muss an der Stelle einen Schnitt aus einem Kurs sagen. Der Investitionsrahmenplan ist bis 2015, das sind die Baubeginne. Daraus leiten sich die Kassenmittel ab. Wir haben erfolgreich das Planbestellungsverfahren abgeschlossen, was ja auch nicht immer ohne Räuber war, das wissen Sie ja. Dass wir da zweimal dann auf Notbremse gezogen haben und geholfen haben, dass es doch noch drin blieb. Das stand ja schon mal auf der Kippe. Mit dem abgeschlossenen Plan ist jetzt die Möglichkeit gegeben und dann gibt es kein nicht wirkliches Halt mehr, weil jetzt die Voraussetzungen da sind, dass 2015 die Kassenmittel des Bundes zur Ausführungsplanung abgefordert werden. Planfeststellung heißt aber nicht Ausführungsplanung.
sodass jetzt ab dem Tag, wo die Mittel für die Ausführungsplanung da sind, ist auch der Baubeginn klar. Das geht dann in die nächsten Abschnitte rein, da gibt es aber in der Regel keinen Stopp mehr. Sodass die Ausführungsplanung, das sind die, was der Ministerpräsident gesagt hat, bauvorbereitende Maßnahmen. Die Mittel sind jetzt angemeldet beim Bund innerhalb des Investitionsrahmenplans, wo sie ja auch geplant sind. Und auf der Grundlage kommt die Ausführungsplanung und die Ausschreibungsplanung dann. Und dann könnte 16 der Baustart erfolgen. Schneller ist es objektiv nicht möglich. Aber das ist dann sozusagen der irreversible Vorgang, der jetzt in der jetzigen Planungsphase oder jetzigen Finanzplanphase aktiviert ist, richtig, und damit irreversibel ist. Richtig. Ja. Weil er noch in den dann Zeitrahmen 15 gestartet ist. Vielen Dank. Gibt es weitere Nachfragen? Ja, bitte sehr. Herr Ministerpräsident, Dredler, mein Name von der Zeit zur Lupe. Am Anfang möchte ich mich erstmal bedanken für die gute Zusammenarbeit mit der Landesregierung, dass uns auch geholfen hat, dass wir jetzt filmen dürfen, ein bisschen mehr Bürgernähe. Ein großartiges Dankeschön, wirklich ernst gemeint. Sie haben uns auch geholfen mit der B91, mit der Bürgerinitiative. Ja, wirklich, haben mich wirklich gefreut. Das war ganz ehrlich von Ernst. Ich kritisiere, aber ich glaube. Wenn das gefilmt wird, soll auch das kümmern. Ja, genau. Also ich danke Ihnen darüber, ganz, ganz von Herzen. Aber die Hauptfrage, die ich jetzt habe, wir sind ja in Zeitz, das heißt ja Zeitz der Lupe, mal ein bisschen weg vom Burgenlandkreis. Unsere Stadt hat ja gewisse Probleme, man sieht es ja auch, wenn man durchfährt, sprich an Schwund von Bevölkerung. Unser Nahbereich ist nun einmal Leipzig und wir sind nun mal im Wettbewerb, müssen uns alle im Klaren sein, mit anderen Städten. Leipzig hat eine S-Bahn gebaut bis Zwickau und S-Bahn bedeutet auch Haltestellen innerhalb von Leipzig, wird auch sehr angenommen. Meine Frage konkret ist eigentlich, hat sich die Landesregierung schon einmal einfach Gedanken gemacht in Richtung S-Bahn-Anschluss zu den kommenden Metropolen? Frage 2, aus dem unmittelbaren und persönlichen Bereich fällt einem ja was auf. In Halle, mein Sohn studiert in Halle, da weiß ich es ja mittlerweile, wenn man von Attraktivität der Zugverbindung spricht, ist die Zugverbindung zwischen Halle und Zeitz sehr langwierig, um es so auszudrücken. Die Frage ist hier schon mal darüber nachgedacht worden, die Zugverbindung zu unserer Metropole innerhalb von Sachsen-Anhalt, den Weg einfach zu verbessern. Das reicht euch. Danke. Okay, letzteres qualitativ und ja. Allgemein, ich sage sicherlich ja, das ist ja das Bemühen. Es ist ja durchaus auch eine richtige Trasse. Und gerade das größte Oberzentrum, was wir haben, in Sachsen-Anhalt, muss natürlich sternförmig auch alle Mittelzentren im Netz halten. Das heißt, es ist durchaus eine bedeutsame Straße statt. Als ich heute früh den Bahnhof betrat, habe ich als allererstes den Fahrgartenschalter besucht. Erstmal, weil dort drei nette Hunde drin lagen. Das waren Geschwister, 4, 3 und 1 Jahr alt. Die sahen aber alle gleich aus. Das waren die Wachsen wahrscheinlich so schnell. Und ich habe bei der Dame abgefragt, erstens, wie viele Kilometer nach Leipzig? 45. Was kostet die Fahrkarte? 7 €. Und wie ist die Fahrzeit? 40 Minuten. So, und wie ist die Frequenz? Stündlich. Wollen wir mal die Nacht jetzt außen vor lassen. So, das ist also eine Qualität, die schon in gewisser Weise S-Bahn-Charakter trägt. Kommen Sie nach Leipzig umgedreht oder Berlin oder wie auch immer. Das ist schon eine gute Anwendung. Deswegen ist ja auch der Bahnhof städtebaulich und von der Optik und von der Willkommensqualität her entscheidend, einschließlich auch der Weg durch die Stadt. Wir haben uns das ja angeguckt, das ist dummerweise damals verkauft worden, dieses eine Häuschen, was da voll gesprayt war. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie wir das, da ist der Bürgermeister ja dran, das auch freundlicher gestalten und dass wir da ein entscheidendes Brett bohren, um das hinzubekommen. Ich habe ausdrücklich heute auch eine Kabinettssitzung Mut gemacht, sich sehr deutlich in dieses Konzept Metropolregion und Mitteldeutschland so mit einzubringen, dass man das entsprechend auch in einen Kontext zieht. Es ist so, dass Zeitz sehr nah an Leipzig liegt. Das ist auch kein Problem, dafür gibt es nun mal Grenznähen, irgendeiner muss ja da sein. Und zweitens, dass wir gerade auch im Zusammenhang mit Halle und Leipzig eine Kooperationsvereinbarung in meinem Beisein der Universitäten abgeschlossen haben, wo es darum geht, zu vernetzen. Das heißt also auch
sozusagen Hand, bestimmte Sachen nicht mehr doppelt zu machen, sondern in einer Hand, bis hin auch zum wechselweisen Studentenaustausch und so weiter und so fort. Und im Radius von Leipzig, wenn man sich auch die Preisentwicklung und Wohnraumangebot auch anguckt, ist Zeitz inzwischen durchaus eine attraktive Möglichkeit. Es ist ja ein Großteil in den ostdeutschen Universitäten und Hochschulen aus den alten Ländern gekommen, ja, die eh umziehen müssen, also die vom Heimatort zum Umfeld dahin pendeln, dass man das hier auch als Vorort von Leipzig, und alle sowieso, das ist Landesentwicklung, die wird es schon gegeben, aber auch von Leipzig mit, in dem Kontext auch der Verbindung Halle-Leipzig, gemeinsamer Flughafen Halle-Leipzig, eben auch entwickeln. Nur in diesem Dreieck, Halle, Leipzig, Zeitz sozusagen, haben wir hier eine Perspektive, die auch wieder Trends umkehrt und auch Bevölkerungsentwicklung ins Positive bringt. Das ist erstmal schön hingesprochen, ist aber meine Erfahrung. Wir haben ja nun inzwischen noch 25 Jahre Erfahrung. Wie gesagt, ich bin ja nun von Anfang an dabei gewesen, war ich stellvertretender Landrat, dann war ich in der Bundesbehörde, dann war ich Staatssekretärminister. Ich habe ja nun alles irgendwie auch durch, auch was die mitteldeutsche Schiene anbelangt, die Zusammenarbeitsgeschichte. Und da, wo es sich etwas bewegt hat, und da ist überall mehr Bewegung drin, als man denkt, bis hin auch zum Pendlersaldo und so weiter und so fort und auch zum Wanderungssaldo, da ist eine Erkenntnis gegeben, dass man sich reinbringen muss ins Netz und dass auch die Optik entscheidet. Und deswegen gucke ich immer auch vor der Kabinettssitzung, das hat man ja miteinander noch verabredet, gucken wir da hin, die kommen auch die Deiche und die Planungsverfahren dazu zum Tierpark, die hier laufen, Auswertung 13 und Flut, sondern auch, dass wir schauen, wie kriegen wir diese Attraktivität auch vermittelt, die ja sukzessive gewachsen ist und wo wir später baulich ja auch noch einiges an Schwerpunkten setzen wollen. Und der Bahnhof ist für mich eine Schlüsselposition. Ja. Mit all dem, was ich gesagt habe. Also diese, Sie sehen, dass ich da bewusst reingegangen bin, dann habe ich noch die Koppen besorgt und noch ein Cappuccino getrunken und auch das Gebäude erklären lassen, das ist was, das muss man auch sehen, auch mit in Richtung 17, einschließlich auch der Vorbewerbung. Wir haben ja damals nicht umsonst die Lager hier gehabt und so weiter. Das sind alles Dinge, die müssen jetzt auch gespielt werden. Auch die Marktplatzentwicklung, alles diese Dinge, die hier zur Diskussion führen, sind alles kleine Bausteinchen in die richtige Richtung. Und dass er auch politisch entscheiden kann, weil er inzwischen einen ausgeglichenen Haushalt hat und nicht zwangsverwaltet von irgendjemandem in der Kommunalaufsicht sozusagen jeden Tag da auf Knien betteln muss, dass ihm was freigegeben wird. Das ist ein Verdienst, das kann man nicht hoch hier noch einrechnen, weil das auch, Sie ja heute auch die Statements mit der Vergebnismann des Finanzministers, honoriert bekommt. Ja, dass man sich synchron verhält zum Land und auch diese Stärken dann auch gestärkt bekommt, dass man dann wieder auch selber Politik und entscheidungsfähig hat. Herzlichen Dank. Bei der Bahn allerdings, wenn es eine Nachfrage gäbe für die Verbindung Zeitz-Halle, hätten das die jetzt zulässigen Campusverbindungen längst aufgegriffen. Ist durch den neuen Fernbus ist jetzt vorhanden, 5 Euro, mein Sohn studiert in Leipzig, in Halle, da kenne ich die Linie. Als Bahnlinie, das denke ich, ist der Bedarf so nicht ausgeprägt. Wir haben eine starke Zielorientierung der Zweitstadt Leipzig. Die zweite Kategorie ist Gera und Halle kommt für bestimmte Berufsgruppen. Also ich fahre nach Halle zu den Behörden. Und dann vorangesagt, etc. Ja, aber ansonsten ist Halle auch nicht in dem Bewusstsein drin. Jetzt muss ich mal für Halle den Stab brechen. Mein Sohn ist in Halle. Man hat immer so einen schlechten Ruf, in Leipzig auch. Halle ist in der Innenstadt eine wunderschöne Stadt geworden. Halle ist ganz eindeutig attraktiver als Leipzig. Richtig, eine wunderschöne Stadt. Die landschaftliche Lage mit der Saale, mit all dem drum und dran, also das Fluidum und so weiter und so fort. Da kommt Leipzig als Kunstprodukt überhaupt nicht ran. Das sage ich Ihnen als Wittenberger, der völlig neutral ist, der Leipzig gerne hat, der Halle gerne hat. 20 Jahre haben Sie davor, das war's. Ich stelle Sie 20 Jahre vor, das war's. Ich spreche doch nicht von bestimmten harten Faktoren. Ich spreche einfach davon, wie eine Stadt landschaftliche Leben ist. Ich weiß, die Flusslandschaft in Halle sehr schätzen ist. Der Ministerpräsident hat heute auch in der Kabinettssitzung mit Stichworten darüber gesprochen, dass auch bestimmte Länderübergreifende Themen in Sachsen und Thüringen aktuell anstehen.
Ich habe es dann aus Zeitgründen nicht vertieft. Insofern, Bundespräsident, wir bilden im Moment oder haben gebildet ein Städtenetzwerk der drei Städte Burma, Altenburg und Zeitz. Wir werden unser nächstes Treffen Anfang November haben. Da wollen wir dann auch mit Ergebnissen an alle drei Landesregierungen antreten, genau. Weil wir sind auch ein besonderer Raum, der miteinander verbunden ist. Und demzufolge haben wir natürlich auch an einigen Themen im Interesse, dass die Landesregierung grenzüberschreitend sind, bestimmte Projekte mit unterstützen. Eins ist auf jeden Fall auch bei den anderen Kabinettsmitgliedern heute klar gesetzt. Jedem ist bei Abfahrt klar geworden, dass Zeitz auch ein Rüberstein ist. Ja, war das klar. Ich war ja vielmals und oftmals schon hier, mit den Lotteriten schon gesprochen und kenne ja auch sämtliche Schätze in den Archiven und in den Bibliotheken. Aber das war nochmal wichtig, dass man sozusagen auch dieses Themenfeld, was wir ja auch schwerpunktmäßig gerade auch bearbeiten, bis ins Landesmarketing hinein, ohne Zeitz nicht denken kann. Ja, Zeitz gehört einfach damit dazu. Und dass die Kirchen sich da auch sehr stark engagieren, ist ein Zeichen dafür, dass denen das inzwischen wieder bewusst geworden ist, nachdem es historisch ein bisschen verschoben war. Ja, herzlichen Dank. War ein sehr schöner Tag, der noch nicht zu Ende ist. Jetzt muss ich nach Magdeburg.